Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital auf meinem Kanal. Oh, Vorbereitung auf Operation, sehr nice. Die operieren gleich wieder, sehr geil. Das heißt, das passt. Die bereiten sich vor auf eine Operation. Wo? Hier oben? Oder unten? Schauen wir mal. Kardiologie? Nein. Neurologie haben wir unten in der Operationssaal. Unten? Nee, auch nicht. Und? Orthopädie auch nicht. Okay, da steht nichts drin. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Dann lassen wir uns mal überraschen, wo sie operieren. Hier ist verdammt dreckig. Das müssen wir auch noch beheben. Aber das kriegen wir auf Dauer alles hin, Leute. Wir gehen jetzt nochmal nach oben. Guck mal, wo sie operieren. Ich bin mal gespannt. Okay. Code Blau. Definitiv. Aufnahme TC. Bitte. Und dann bitte alles Mögliche machen. Irgendwas mit Herzen wahrscheinlich, ne? Dann bitte Blutdruckmessung. Temperaturmessung. CRP-Test bitte. Und dann EEG mal bitte. MAT. Gucken. Okay. Lange Wartezeit für Betten, das ist klar. Vorbereitung auf Operation, Leute. Ich bin mal gespannt. Okay, der hier von der Chirurgie wird hier oben operiert, okay. Ist hier unten auch belegt jetzt? Nee, ne? Nee. Aber möglich ist es, oder? Nee, noch nicht. Okay. Aber anscheinend wollen sie operieren. Steht zumindest dran. Ich bin mal gespannt, Leute. Hier, der wird operiert. Drei Operationssäle haben wir jetzt mittlerweile. Einen speziell oder einen für die Cardio. Jetzt denke ich mal auf Dauer nicht verkehrt, wenn wir da einen Operationssaal zumindest haben, ne? Wo was zumindest möglich wäre. Aber gut, schauen wir mal. Lass den Arzt versuchen. Okay. Wir schauen weiter. Pascal König für Eingriff reserviert. Und gleich wird es hier was kommen. Mit Notfall, ne? Das ist ein RTW weggefahren. Und wir sind gerade hier unten verdammt gut belegt, ne? Das ist richtig heftig. Eingewiesen, wartet auf Bett Cardio, ne? Überwachungsstation soll er noch? Ja. Haben wir Betten frei in der Cardio? Da? Ne, wir haben gerade überhaupt keine Betten frei für die Cardio. Das ist mies. Der geht auf die, ich denke mal auch Cardio eventuell. Ich weiß es aber nicht. In der Chirurgie. Könnte auch Cardio sein, ne? Müssen wir abwarten. Ihr kriegt auf jeden Fall ein paar Medikamente. Code Blau, definitiv. Der hier ist gut dabei. Der kriegt nochmal die Medizin hier und geht erstmal auf die Intensivstation, würde ich sagen. Ist die Intensivstation frei oder ist die gut belegt? Die ist gut belegt, ne? Aber komm. Der geht erstmal auf die Intensivstation. Würde ich vorschlagen. Kriegen wir hin. Okay, wir gucken jetzt mal nach den Ärzten oben. Sind die mittlerweile unterwegs? Nee, die sind unterwegs, ne? Das heißt, die sind wahrscheinlich schon am Operieren oder fangen jetzt an. Hier operieren sie. Okay. Notfall. Ich bin gespannt. Wartet auf Bett.
Okay, scheint nichts Großartiges zu sein, aber irgendwas für Orthopädie. Werden wir natürlich direkt versuchen zu verarzten dementsprechend, ne? Hallo? Eingewiesen, wartet auf Bett. Notfall, der auf dem Bett wartet. Ach du Schande. Ach du Schande, Leute. Okay, ja gut, wenn ich nichts möglich habe, wenn ich ja alles belegt habe, das ist dann doof, ne? Hier, ist auch belegt, ne? Der ist auch belegt, Leute. Alter Schwede. Heftig. Kann doch nicht sein. Das heißt, wir bräuchten noch ein weiteres TC, würde ich sagen. Das heißt, wir kopieren uns das hier. Dann heißt das jetzt nochmal Geld ausgeben für den TC. Oder sollen wir dann lieber für oben für die Überwachungsstation ausgeben? Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Das kostet mit Sicherheit einiges. Das kostet mit Sicherheit einiges. Dann gehe ich lieber hin und werde auf die Cardio gehen, Leute. Dann können wir der Patienten leider nicht helfen. Dann ist das so. Und da wird er jetzt abgeholt. Okay, der wird abgeholt. Sehr schön. Das heißt, die kann behandelt werden. Die kriegt jetzt bitte eine Differentialdiagnose. Patient kollabiert, das ist nicht gut. Körperliche Untersuchung bitte. Und dann Röntgen der unteren Gliedmaßen. Kollabierter Patient wartet auf Bett. Keine freien Bette für Aufnahme TC. Na super. Das ist schlecht. Okay, dann wird er in ein anderes Krankenhaus transportiert. Na gut. Egal. Die wird geröntgt. Wir müssen unbedingt kollabiert. Kriegt die Medikamente bitte direkt auf Überwachungsstation auf jeden Fall. Und dann bitte weitere Maßnahmen treffen. Komplizierte Diagnose. Lass es den Arzt versuchen. Überwachter Patient kollabiert. Nahrungsumstellung bitte und dann dementsprechend weiter fortfahren. Patient ist gestorben. Das ist doof. Keine freien Betten im TC. Kollabierter Patient. Alter Falter. Wir brauchen unbedingt mehr Betten, Leute, ne? Mehr Betten, mehr Operationssäle, mehr Möglichkeiten und alles andere. Patient kollabiert. Vorbereitung auf Operation. Patient in der Pathologie. Obduktion bitte. Vorbereitung auf Operation, ne? Ja. Also es ist ein Arzt versuchen so. Wir müssen jetzt schauen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen, nicht viel. Obduktion abgeschlossen. Okay. Sende Leiche zum Bestattungsdienst. Kann nicht vollständig behandelt werden. Leute. Liegen noch weitere? Ja, ne? Obduktion ist beendet, ne? Testobduktion ist beendet, ja. Kann die auch weg. Und die ist auch durch, ne? Okay. Gut, schauen wir weiter. Wir müssen auf jeden Fall hier besser werden. Viel, viel besser und viel, viel mehr machen. Neurologie. Bringt 10.000, das ist schon mal gutes Geld. Wir haben die Karte mit 8.000, fast 9.000 Euro. Das ist auch nicht verkehrt. Orthopädie gerade nicht ganz so viel, aber gut. Im Vordergrund steht bei mir jetzt im Prinzip erstmal die Cardio, dass wir die auf Vordermann bringen und
auch gebracht haben, damit wir hier auch eine gute Bewertung für die Kardiologie haben. Aktuell 3 Sterne, etwas mehr als 3 Sterne. Vom Ansehen her der Kardiologie, das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber auch da müssen wir, wie gesagt, besser werden und die Patienten beobachten und dementsprechend auch versorgen, dass sie zufrieden sind. Auch die Ärzte versorgen, dass sie zufrieden sind. Hier ist das nicht ganz so schön. Bedürfnis ist kritisch. Welches Bedürfnis? Toilette, ne? Okay. Das heißt, eventuell mehr Ärzte, ne? Beziehungsweise mehr Schwestern, ne? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Schöne Umgebung, hat ein Chef, hungrig. Das heißt, wir werden hier auch die Möglichkeit geben, was zu essen. Hier hatten wir doch irgendwo Automaten aufgestellt. Ist das zu wenig? Wahrscheinlich, ne? Dann werden wir nochmal weiteren Automaten aufstellen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da einen hinstellen. Passt auf. Dann werden wir hier nochmal einen weiteren Snackautomaten erstmal hinstellen. Dass wir hier die Möglichkeit haben, oder dass die die Möglichkeit haben, auch schneller was zu bekommen. So, Vorbereitung auf Operationen. Warum sitzen hier so lange und warten auf die Operation? Weil nicht genug Ärzte da sind oder was? Wartet, lasst mich mal gucken. Ich pausiere mal. Der macht. Assistent assistiert bei Operation und Chirurgie, ne? Die hier, Anästhesie bei Operation und assistiert bei Operation. Genau. Jetzt bräuchten wir aber noch einen anderen Arzt für die Operation. Lass mich mal gucken. Cardio. Operationssaal. Wir brauchen einen Chirurg. Ein Arzt und einen Assistenten. Also 3 Ärzte und einen Anästhesist, ne? Müssen wir mal schauen. Der macht Diagnose. Der macht nur für Operationen, ne? Müssen wir mal schauen, ne? Die hier ist OP-Helferin. Also Patiententransport macht sie nicht. Die macht auch nur OP-Helferin, OP-Helfer. Das heißt, die ist den ganzen Tag da. Jetzt macht der hier noch Kontrolle oder was? Das heißt Diagnostik. Der ist nur für die Diagnostik. Das heißt, hier fehlt noch ein Arzt. Und dann können sie operieren, oder was? Die hier, der hier ist für die Krankenversorgung, Patiententransport. Wir bräuchten wahrscheinlich noch einen. Wir bräuchten, glaube ich, noch einen weiteren, Leute. Weil wenn die hier sitzen, die sind belegt und können nichts machen. Das ist natürlich doof, ne? Ich würde mal sagen, wir beobachten die mal. Dementsprechend, wo die hinlaufen, wo die apparieren. Und dann werden wir das Personal nur dafür abstellen.
Glaube ich. Ist das von Vorteil? Geht nach Hause? Na toll. Na toll, Leute. Das ist jetzt nicht so der Plan gewesen. Das ist nicht der Plan gewesen. Nächste Patienten, Leberquetschung. Ach du Schande. Kein auffälliges Symptom. Dann kriegt ihr ein paar Medikamente. Und ja, wird dann wahrscheinlich auf die Chirurgie verlegt, ne? Transport zum Zimmer, genau. Alter Leute, heftig. Wird hier operiert? Cardio, okay. Fit Eingriff aus Herzoperation. Wir haben hier die Ärztin. Nee, das ist eine Schwester. Wartet, wir stoppen mal. Wir machen mal auf Pause. Das gehen wir, pass auf, das gehen wir in der nächsten Folge durch. In der nächsten Folge gehen wir das mal durch. Dass wir hier ein Team nur für die Operation haben. Nur für die Operation, für nichts anderes. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen 10 Uhr, neue Folge hier auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und sage einmal bis dahin, Servus und Tschüss.